Da sind wir auch schon wieder zurück hier in Banished, hier in unserem schönen kleinen Mini-Kattenburn-Town. Und ja, es gibt so einige Probleme, die wir mal uns angehen sollten. Beziehungsweise ein paar Sachen werden ja schon gebaut, wie mehr Häuser, Marktplatz. Aber nichtsdestotrotz, was die Wirtschaft angeht, ist es so ein bisschen kritisch. Gucken wir mal hier nochmal in die Produktion rein. Ja, Nahrung ist das Einzige, was, glaube ich, bei uns echt immer gut läuft. Brennholz, Eisen, Stein, Holz, sieht alles sehr, sehr gering aus. Allein wenn man sich den Verbrauch zur Produktion anguckt, ist das schon sehr bitter. Aber zuallererst, wie immer, möchte ich natürlich ein bisschen auf eure Kommentare eingehen. Einer der Kommentare, das war eine ganze Reihe von Kommentaren quasi hintereinander, die sich mit dem Ganzen da oben beschäftigt. Der gute Marco Winkler hat geschrieben: Dossi, guck dir mal den Wald um die Förster an und dann nochmal die Kräuterhexe. Bei den Förstern ist der Wald jung, klein und kann kaum auswachsen, weil da einfach zu viele Förster stehen, die alle denselben Wald bewirtschaften und logisch dann alles fällen, was einigermaßen groß ist. Ich glaube stark, dass wenn die etwas mehr versetzt sind, würde deutlich mehr produzieren, denn die Logik sagt, dass junge Bäume weniger Holz geben als alte, und ich glaube, das ist im Spiel auch umgesetzt. Daraufhin kam noch eine weitere Kette von Antworten auf die Kommentare, was ich echt cool finde. Sowas gefällt mir mal sehr. Nichtsdestotrotz wäre es, glaube ich, eigentlich nicht schlecht, die Idee so ein bisschen ja umzusetzen, indem wir sagen, okay, die sind, muss ich ja selber zugeben, die sind extrem nah beieinander, und wir sehen ja diesen gelben Kreis, um was die sich kümmern, und klar, die holzen sich gegenseitig die gleichen Bäume ab, das ist auf jeden Fall so. Daher die Überlegung, ich meine, wir haben hier oben noch ein bisschen Platz. Ich finde halt, wir dürften den Förster nicht zu weit hochsetzen, weil sonst ist ein Teil von diesem gelben Bereich ja im Berg drin, und das wäre Verschwendung einfach. Aber was wir machen könnten, ist zum Beispiel, dass wir halt einfach, ich sag mal, den hier vielleicht noch ein bisschen höher setzen. So, ich weiß nicht, sieht man den gelben Bereich, wenn ich es setze? Nein, nicht Holzhacker. Ja, da sieht man den. Also, höher wie hier würde ich ihn nicht setzen, weil, wie gesagt, der obere gelbe Bereich würde sonst in den Berg kommen und das wäre schade. Aber vielleicht hier einsetzen, dann würde ich den hier wieder abreißen und dann vielleicht hier einsetzen. Dann würde ich den da dafür abreißen und dann hätte man nämlich hier ein und hier ein. Klar, der hier ist natürlich auch teilweise im Berg schon drin. Eigentlich ist der hier am schlechtesten gesetzt von allen, weil der kann das hier nicht bewirtschaften. Daher die Frage, ob wir vielleicht hier hinten nochmal einsetzen sollten. Da müssen wir aber generell auch das Holzfällerplätzchen woanders hinsetzen. Also das zur Planung. Wir können es natürlich nicht sofort umsetzen, weil wir das Problem natürlich haben, wir haben eine große Baustelle, die kostet Holz, Stein, Eisen. Wir müssen erstmal gucken, dass die Baustellen fertig werden. Deswegen, ich mache einfach mal Play. Weil parallel haben wir auch die Probleme, wir haben null Hilfsarbeiter. Es sind jede Menge gestorben. Ich glaube sogar, dass wir ein paar Arbeitsstätten haben, die unterbesetzt sind. Mal abgesehen von den Minen, das ist klar. Aber wenn wir mal schauen, das sieht man in der Ansicht doch, glaube ich, auch ganz gut, oder? Ja. Also Bauarbeiter, gut 2 von 3. Wichtig ist, dass die Bauern immer voll besetzt sind. Fischer. 7, 2. Moment, das verstehe ich jetzt doch nicht ganz. Wieso 7, 2? 4, 4. 3, 3. Interessant, dass hier mehr Fischer reinpassen wie hier. Hä? Mir ist jetzt aufgefallen, dass ich hier noch einen Pfeil hochmachen kann. Interessant. Vielleicht habe ich das auch in der letzten Folge oder in der vorletzten Folge gemacht. Ist ja schon wieder ein Weilchen her. Aber das zu dem Kommentar. Ich habe natürlich auch noch andere Kommentare. Ich versuche es mal hier zu scrollen. Was ich auch interessant fand vom Sepp W., der hat geschrieben, es gibt einen Mod, die die Leute verbieten, Kohle zu verheizen. Heißt No Coal in Houses. Ich hätte ihn benutzt, wenn wir die Option in-game gehabt hätten, dass wir jederzeit das ein- und ausschalten können. Zum Beispiel, dass ich sage, okay, hier ist ja unser Coal Stockpile, dass es hier einen Knopf gibt, ein oder aus für Häuser. Dann hätte ich ihn genommen, aber leider kann man ihn nur halt in hier quasi ein- und ausschalten, und man muss ja immer das Spiel neu starten. Deswegen, nette Idee, aber schade von der Umsetzung. Wahrscheinlich bietet auch das Spiel nicht an, irgendwie den Häusern neue Buttons hinzuzufügen. Dann hatten wir noch einen Kommentar zum Thema der Handelsposten. Muss ich gerade mal schauen. Ja, und zwar vom Sun2K2. Hiho, ja, gibt verschiedene Händler, Doskias, steht oben links in Klammern, wenn du auf dem Handelreiter bist, wusste es vorher nicht mal mehr dazu lange her, wenn aber derselbe mal wieder kommt, leider kein Dunst. Jetzt gucke ich gerade mal in Klammer.
Also du meinst schon hier oder sieht man das nur, wenn der Händler da ist? Oben links in Klammern. Wahrscheinlich meinst du dann hier am Handelsposten, vielleicht hier in Klammer dann. Oder hier irgendwo. Achten wir mal drauf, wenn das nächste Mal wieder kommt. Apropos, haben wir hier, was haben wir denn hier gerade eingelagert? 500. Sehr schön. Dann, Achtung, Vorsicht, es kommt Pause, weil ich muss wo klicken. Das ist immer sehr doof. Ebenso schreibt der Sun2K2, würde sagen, die Stallungen für die Schafe sind zu klein. Ja, passt maximal nur 4 Leute rein. Nur 4 Schafe. Dauert auch lang, bis du die Wolle rausbekommst, sollte, denke ich mal, 10 oder mehr Schafe sein. Würde auch empfehlen, den Mod für den Steinbruch in die Mine zu nehmen, wo die Ressourcen unendlich sind, falls du eine neue Map machen solltest. Ja gut, das ist ja noch ein bisschen in Zukunft. Wegen der Schule kommen die Kinder nicht erst mit 16 oder 18 raus. Puh, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Wie viel sind drin? Wir haben mittlerweile 3 Schüler. Wie alt sie sind, weiß ich nicht. Gibt's hier, es gibt ja keine Möglichkeit, nur die Schüler anzeigen zu lassen. Das ist ein bisschen doof. Da lassen wir uns einfach mal überraschen. Aber ja, das mit den Schafen, da hast du schon recht irgendwie. Ist jetzt nur die Frage, würde ich das abreißen? Wohin kommen die Schafe? Kommen die hier rein oder sind die dann ganz weg? Das, da habe ich mal ein bisschen Angst. Nicht, dass die geschlachtet werden, das wäre ja auch hässlich. Kümmern wir uns, glaube ich, aber auch erst später drum. Ah, da kommt gerade ein Händler, sehr gut. Passendes Timing. So, dann schauen wir mal, sobald er da ist. So, hier steht schon mal kein Name dran. Hier ist jetzt... Ach ja, hier, da steht jetzt ein Name. Das ist jetzt der Ari-Händler von Allgemeingütern. Okay, der hat jetzt Eisenwerkzeug. Oh, wie schaut unser Werkzeug aus? Wir haben 23 aktuell. Ganz ehrlich? Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt. Boah, Kartoffelsamen. Warte mal, wie hoch kommen wir jetzt mit unserem Wagen? Gut, wir kommen auf... Naja, gerade mal die Hälfte. Naja, schade, 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 schade. Können wir hier... Ich habe es, glaube ich, schon mal probiert. 5. Ja, das funktioniert. Quatsch, was, wie viele 200 haben? Wie viele 200 haben? Hä? Geht doch, Mann. So, ein bisschen Eisenwerkzeug kaufen. Ich meine, dann haben wir... zwar nur Eisenwerkzeug... Oh, ne, warte mal. Hä, wir haben 62. Oh, wir haben da gerade was abgeholt. Oder habe ich gerade aus Versehen gekauft? Ich habe es gerade nicht gesehen. Aber dann brauchen wir ja nichts. Das ist okay. Bei dem könnten wir jetzt natürlich Samen bestellen. Haben wir nicht, brauchen wir nicht. Ist alles okay. Den können wir theoretisch auch wieder wegschicken. Tschüss. Mach's gut. So, Brennvorräte und Holzvorräte sind fast aufgebraucht, das ist klar. Wie gesagt, wir haben massiv Probleme, dass wir keine Leute haben. Das ist eigentlich gerade das Hauptproblem. Das Schöne ist, hier kommen wieder neue Häuser. Sprich, hier kommen auch bald neue Bewohner rein. Gibt's denn bald Arbeitskräfte? Ich meine, der geht bald in die Schule. Der ist wahrscheinlich schon... Ja, da steht's ja auch schon dran. Schüler. Ah, nee, der ist auch schon ein Schüler. Ah, ich komme hier durcheinander. Da kommen bald Kinder in die Schule. Also es sind einige Kinder unterwegs. Aber klar, wie ihr ja schon gesagt habt, durch die Schule dauert das alles deutlich länger, weil sie halt auch ein paar Jährchen erstmal in der Schule sind. So, hier haben wir Pause gemacht. Würde ich doch in der Tat mal wieder aktivieren. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, ist das wirklich so, dass der Marktplatz quasi die ganzen Lager, die hier so im Bereich sind, wie das hier oder auch das hier, quasi einsammelt und das hierher bringt. Also ich hoffe, das zählt für alle Rohstoffe. Das wäre echt genial, weil gerade die beiden hier, die da immer Holz holen müssen von da oben. Und dann könnte man auch den Holzhacker eher mehr hier irgendwo hinsetzen. Schauen wir mal. Das Schöne ist, die Schmiede sind voll. Das heißt, die haben jetzt erstmal nichts zu tun. Hier ist ja eh gerade keiner eingestellt. Dann würde ich auch den hier erstmal anderweitig beschäftigen lassen als Hilfsarbeiter einfach. Dann überlegen wir uns mal. Das ist alles neu angepflanzt. Ja, im Endeffekt können wir das alles hier mal sagen. Hier, wisst ihr was? Reißt mal den Klump hier ab. Das da auch.
hier unten natürlich nicht. Wir könnten uns auch überlegen, generell hier noch einen Holzhacker woanders. Wir müssen ja nicht unsere Förster alle auf einem Fleck haben, wie ihr ja schon sagt. Wir können ja wirklich auch, also wie gesagt, den da hier hoch, den vielleicht müssen wir dann nach links, den ganz weg, dann eher hier ein und vielleicht hier noch ein. Oder generell nur einen da, einen da, einen da. Ist ja uns... Ja, ist ja eigentlich wurscht. Nee, wenn keine Noten kommst, wir wollen hier einen kleinen Weg haben. Wir können ja mal so ein bisschen hierher und prinzipiell mal hier so ein Sträßchen runterbauen. Das Ganze können wir auch hier rüber tun. So. Hier können wir natürlich nicht durch, weil die Häuser im Weg sind, aber wenn wir den hier abreißen, könnten wir mit dem hier rüber... Oh, die Eisenvorräte sind auch fast aufgebraucht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Die Frage ist, liegt hier noch irgendwo Eisen rum? Ansonsten müssen wir erstmal hier runtergehen und... Ach, das kapiert er jetzt wieder nicht, oder? Das ist wieder so dämlich gemacht. Hier ist Platz. Kann ich dich kurz... Hier ist doch Platz drin. Hier, 5 von 7. Wo ist der jetzt unterwegs hin? Der geht jetzt... Baut Ressourcen ab, indem er einfach irgendwo hinrennt. Der ist. Aber mal ganz kurz. Das zählt zu... Nicht Bergarbeiter, sondern... Doch, Bergarbeiter. 7 von 8 Aufgaben haben wir da. Ich weiß jetzt nicht... Ist gerade einfach ein bisschen doof im Kopf. Anders kann man es, glaube ich, nicht sagen. Leider. Ansonsten mache ich das jetzt ganz einfach. Bergarbeiter, machen wir einmal eins runter und eins hoch. Und schon hat es geklappt. Hier sind ganze 6 Leute drin, aber wir brauchen Stein. Das ist wichtig. Wir müssen natürlich nach wie vor immer wieder Werkzeuge angucken. Und was mir auch empfohlen wurde, ist, unsere Ressourcenlimits sind sehr gering. Ja, das stimmt. Das Blöde ist aber auch, wir erreichen unsere Limits gar nicht. Also es macht gar keinen Sinn, die zu erhöhen, wenn wir sie eh nicht erreichen. Ich meine, wenn wir mal gucken. Ja, wir sehen es ja hier schon. Das hier ist jetzt so ein bisschen am Limit, klar. 57 von 50. Ich glaube, wir haben doch aus Versehen gekauft. Anders kann ich mir das gerade nicht erklären. Echt gut gemacht. Nein, klar, wir können generell auch höher gehen, dann stellen wir den aber halt auch wieder ein. Kostet natürlich wieder Eisen. Das ist klar. Beziehungsweise lassen wir den aus. Machen den mal generell aus. Kann man das so ausschalten? Mit Sicherheit, ich sehe es gerade noch nicht. Jetzt geht er da oben rein. So ein Arsch. Ich finde den Knopf nicht. Manchmal finde ich die GUI irgendwie ein bisschen... Da. Oh Gott. Überall ist es woanders ein Knopf. Hier ist es nämlich da. Und wenn man hier guckt, ist es... Ist es hier unten. Das ist... Oh. So was muss einheitlich sein. Stahlwerkzeug ist aktiviert. Okay. Ah, ein neues Kind wurde geboren. Sehr schön. Das ist sehr gut. Wie schaut es hier aus? Holz fast erreicht. Stein ist natürlich noch... Jawohl, wieder ein neues Kind. Ist natürlich noch ewig weit weg. Gott sei Dank ist das Eisen mittlerweile drin. Gibt es denn hier noch Möglichkeiten? Ja, hier oben hat es noch Eisen und Stein. Wir können es mal markieren. Hm, hier hat es einen Haufen Stein. Also Haufen Stein. Ist das alles Eisen? Was? Hä? Na gut. Was ist mit dir? Du hast gar nichts mehr. Das ist schlecht. Wie schaut es mit der Kleidung aus? 65% gerade mal Bekleidung. Null. Gut, die macht Leder und Wolle. Wir haben ja eigentlich gar keine Wolle. Kriegen wir hier Wolle raus? Lass mal schauen. 6 Wolle im Jahr. Das ist echt ein Witz. Das sind gerade mal 3 Schafe. Also ich verstehe schon, was du da meinst.
glaube, Leder kriegen wir mehr raus, weil dann machen wir erstmal nur Lederklamotten und sparen uns die Wolle auf. Wo ist denn das Hütchen? Da, was kommt dabei rum? 12 Leder. Okay. Textilien haben wir 0. Müssen wir mal ein bisschen genauer gucken. Hier hat es 2 Wintermäntel drin, sonst hat es hier gar nichts drin. Hier hinten hat es auch nichts drin und er selber hat auch nichts da. Dann würde ich jetzt trotzdem erstmal auf Leder stellen. Ich kann mal hier ein bisschen, ich meine die Kräuterhexe, na die braucht den ganzen Wald. Da kann man nichts wegnehmen. Schade. 19% Ertrag. Was kam da jetzt rum? Naja, naja. Ja, die Felder sind glaube ich deutlich besser. 320 zu 298. Ist okay. Hier, immerhin gibt es hier schon 24 Hühnerfleisch und 72 Eier. Doch gar nicht mal so schlecht. Also ich denke echt nahrungstechnisch sind wir echt gut dabei. Hier, das ist halt schon bitter mit 8. Das ist... Auch hier ist es echt grauenhaft. Gut, hier ist jetzt nur noch einer, der wird nicht viel Kohle heranbringen. Ich würde sagen, wir gehen mal ein bisschen mit der Geschwindigkeit vorwärts, dass hier was passiert. Es ist ja auch schon wieder Herbst. Wie gesagt, ich möchte erstmal die Baustellen hier abwarten. 24 von... 62 Steine ist hier drin. Theoretisch müsste der Holzvorrat so langsam hochgehen, weil wir ja keine Baustellen mehr haben mit Holz. Und der Brennholzvorrat sollte auch hochgehen. Und wir sehen ja auch immer wieder, wie hier die Holzer, also die Bäume, umfallen. Aber ich sehe auch, wie es hier einfach nicht hochgeht. Das ist echt traurig. Werkzeug geht auch runter. Kohle wird hier auch aufgelistet. Ja, sehr schön. 9. 12. 15. Aber hier kommt einfach nichts rum. Theoretisch, Hilfsarbeiter müssten wir eigentlich genug haben, weil wir ja die ganzen Farmer jetzt nichts zu tun haben. Vielleicht sollten wir hier oben einfach noch ein bisschen mehr markieren, was halt so geht. Es ist weit weg, ich weiß. Aber irgendwie müssen wir es ja machen. Hat es noch ein bisschen was. Da ist noch ein bisschen Eisen. So, immerhin friert keiner, das ist gut. Wahrscheinlich, weil sie halt auch ziemlich gut mit Kohle voll sind. Ja, die haben alle Kohle. Die schöne Kohle. Gut, die haben nur Brennholz, das ist gut. Die sollen ja auch eigentlich mehr Brennholz nehmen wie Kohle. Wäre mir lieber. Aber die Vorräte von Brennholz gehen langsam hoch. Die Vorräte von Holz gehen langsam hoch. Das ist gut. Sobald auch das Limit vom Brennholz erreicht ist, würde ich das Ganze noch ein bisschen erhöhen. Ich meine, hier haben wir ja auch schon 500 Brennholz eingelagert. Anzahl 40. Achso, wir haben ja nur gesagt, dass wir 40 Werkzeug immer kaufen. Wenn der Händler eintrifft. Stimmt, deswegen hatten wir auch auf einmal so viel. Das will ich jetzt aber erstmal wieder auf 0 setzen. Erstmal... Es ist schon lange keiner mehr gestorben, das ist schön. Und wieder 3 Leute sind eingeschult worden. Das heißt, wir müssen jetzt 5 Leute... 6 Schüler sind da drin. Ich hoffe, die kommen auch hier irgendwann mal wieder raus. Ich brauche Arbeitskräfte. 0 von 0 Hilfsarbeitern. Das ist echt heftig. Ah, hier ist das erste Kind. Man kann sich überlegen, hier noch ein zweites Hütchen. Wie schaut's aus mit den Hütten? Was geht eigentlich? Keine Hütte irgendwie komplett überbevölkert mit 5-6 Leuten. Und dadurch, dass hier oben bald Jobs woanders verteilt werden, also die Häuserchen woanders hingebaut werden, passt's auch. Das Forsthaus, was kostet das uns? 12 Stein, okay. Ja, oh, das dauert einfach noch viel zu lang, bis hier Stein reinkommt. Die Frage, ob die hier überall das abhacken. Ich sehe halt hier nirgends Arbeiter. Klar, es ist auch echt weit weg. Hier oben. Ja, ein paar Haufen liegen hier. Muss man halt nochmal einsammeln. Ich frage mich gerade eher, was... Hä?
Mal kurz Pause. Was macht der hier? Der hat einen Stein. Von wo bringt denn der den Stein her, bitte? Von hier unten? Muss ich das verstehen? Gibt's hier unten noch Stein in dem Wald? Nee, oder? Das ist sehr merkwürdig. Aber okay, ich meine, es ist ja besser wie nix. Mein Lieber wäre es mir, wenn sie das Zeug hierher bringen, anstatt dran vorbeizulaufen und da hochzubringen, aber besser wie gar nichts. So, der Spätwinter neigt sich dem Ende zu, hoffe ich. Wir können auch schon mal hier theoretisch die Straßen vorbereiten. Wir haben gesagt, ungefähr. Ja, ja, das ist echt schwer, den. Wir könnten ihn auch hier hinsetzen. Dann könnte man die Straße einfach jetzt nach links ziehen, hätte ich gesagt. Vielleicht so. Und dann mache ich hier die Straße hin. Dann passt das. Die Straße ist fertig, sehr gut. Die Straße ist fertig, sehr gut. Altersschwäche gestorben. Immerhin. Ah, die Crazy Lee ist erwachsen geworden und ist als Hilfsarbeiter beschäftigt. Jetzt ist natürlich die Frage, sie ist jetzt ein Bauer geworden. Theoretisch müsste sie ja aus der Schule gekommen sein. Gebildet 2%. Wie finde ich die Frau jetzt? Mal ganz ehrlich, wie finde ich die jetzt eigentlich? Ich meine, das ist ja nur eine Statistik. Das bringt mir hier gar nichts. Mir fehlt irgendwie die... Moment mal, hier unten vielleicht... Eigentlich nicht. Weil das ist das hier, das bringt mir auch nichts. Ich würde einfach nur wissen wollen, ob die jetzt gebildet ist. Ob da was dran steht. Ich glaube, da hatten wir vorhin ja theoretisch 0%. Also müsste das ja die Frau sein, die 2%. So, hier kommt wieder ein neuer Händler. Na, mit wem haben wir heute das Vergnügen? Mit dem Kelvin. Das ist ein Lebensmittelhändler. Super. Ein Lebensmittelhändler. Das ist genau das, was ich am meisten habe. Können wir eigentlich so, wie er ist. Tschüss. Eins gleich wieder gehen. So, mittlerweile haben wir unsere 4 von 4 Schafen. Sind dadurch natürlich ein bisschen zu voll. Demnach brauchen wir hier eigentlich eine viel größere Viehweide. Wir hatten ja immer eine 8x8. Nein, wir können auch mal hier so eine 8x14 machen. Ich würde das halt irgendwie gern. Das nervt mich. Warum kann man nicht das hier einfach so erweitern? Das wäre viel besser, wenn man das so erweitern könnte. Aber es geht halt leider nicht. Deswegen machen wir hier mal. Könnten natürlich auch eine etwas größere machen. Machen wir mal die große. 52 Holz. Holzprobleme haben wir ja keine, deswegen das kann ja gebaut werden. Dann ist nur die Frage, wie wir die Schafe darüber kriegen. Vielleicht haben wir Glück und die Schafe teilen sich auf, so wie die Arbeiter, wenn wir hier Schaf einstellen. Das kann ja sein. Ansonsten, weil hier können wir sonst nichts machen, außer die... Gut, wir könnten hier den Balken runterziehen. Weil dann wird es geschlachtet, laut der Anzeige hier. Warten wir einfach mal ab, was passiert. Aber wir brauchen definitiv mehr Wolle. Und wie das jemand in Altersschwäche gestorben, kein Arbeiter verfügbar, die Mire ersetzen kann. Ja, ist klar, wenn keiner aus der Schule rauskommt. Das heißt, wir haben einen Kräutersammler weniger und das ist schlecht. Kräutersammler sollte immer voll sein. Tja, wo ziehen wir einen ab? Gute Frage. Eine sehr gute Frage. Wir brauchen alle. Wir brauchen wirklich alle. Der Schneider hat momentan eh nichts zu tun. Ziehen wir erstmal den Schneider ab. So. Geht nicht anders. Okay. Ich denke, den Marktplatz haben wir bald geschafft. Sehr schön. Das Brennholz geht hoch. Werkzeug ist deutlich runtergegangen.
Also wenn wir Pech haben, müssen wir echt noch einen zweiten Schmied einstellen und ich weiß nicht, woher. Woher soll ich mir das nehmen? Dann klar, wir könnten einen Minenarbeiter abziehen. Oh, wieder ein neues Kind geboren. 5 Schüler, absolut. Wenn die mal rauskommen, haben wir wenigstens wieder 5 neue Leute, aber bis die rauskommen, sind wahrscheinlich wieder 5 neue Leute an Altersschwäche gestorben. Hier, die ist 80. Dauert nicht mehr lang. Das dauert nicht mehr lang. 61 geht noch. 71, da ist auch schon wieder grenzwertig. Mein Respekt, dass die 80 wird. Immerhin. Aber auch hier sehr, sehr viele alte Menschen mittlerweile. Hier oben ist, das ist noch so, oh Gott, 79. Ist auch nicht gerade besser. 70, oh Gott. Sag ja, genau die 5 Schüler ersetzen nachher die... Das ist ja herrlich. Oh, es wird gebaut. Sehr schön. Jetzt bin ich mal gespannt, was der Marktplatz zu bieten hat. Wir sind voll mit Brennholz. Sehr gut. Dann erhöhen wir mal auf 600 Brennholz. Mehr Reserven sind immer gut. Und der Förster ist an Altersschwäche gestorben. Das war nicht die 80-Jährige. Und es ist natürlich auch kein Arbeiter da, der diese Arbeit ersetzen könnte. Ich glaube, das war die 79-Jährige hier oben ist, glaube ich, gestorben. Hier, der Friedhof ist auch schon wieder 7 von 21 Gräbern und hier 9 von 9. Wenn ich es richtig verstanden habe, habt ihr auch geschrieben, dass die sich irgendwann leeren, in Anführungszeichen. Deswegen hoffe ich, dass die sich auch irgendwann mal leeren. Ein neues Kind wurde eingeschult und wieder ist ein Steinmetz ist an Altersschwäche gestorben. Uns gehen die Arbeitskräfte aus. Das ist echt bitter. Oh Mann. So, wird das hier noch was? Komm, macht mal den Marktplatz fertig. Ich möchte den Marktplatz gerne noch angucken. 8. Oh. 90%. Ist auch so viel schneller. Weiß gar nicht, wo der sich rumtreibt. Keine Ahnung. Aber so dauert es ewig. So, während das fertig ist, ist okay. Das hier wird parallel mit Holz gefüttert. Ja, ist halt keiner da, der das transportieren kann. Das ist das Problem. Ich wüsste auch gerade nicht, wo ich einen abziehen könnte. Wir brauchen definitiv mehr Kohle. Kohle ist nicht mehr da. Also Eisen haben wir so viel da. Oh, der Marktplatz ist fertig. Wir können nur keinen einstellen für den Marktplatz. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Oh Gott. Also ich würde jetzt hier erstmal 2 runtergehen und hier 2 hochgehen. Einer hat es kapiert, der andere hat es nicht kapiert. Schön. So. Das, was ich immer machen muss. Dass wir mehr Kohle kriegen. Wir könnten theoretisch den hier mal arbeitslos machen. Das mag böse klingen. Hier mal einen einstellen. Quatsch. Hier einen einstellen, meine ich. So. Oh, das ist gut. Die lagern ja direkt auch vom Feld da rein. Oh, das ist ja super, wenn die das machen. Okay, ein weiterer Mensch ist gestorben. Ein Fischer an Altersschwäche. Es ist natürlich keiner da, der ihn ersetzen kann. Ich glaube, unsere Kinder sind zu doof. Die brauchen zu lange in der Schule. Vielleicht bleiben die des Öfteren sitzen. Kann ja auch sein. Ich weiß es nicht. Aber wenn die das Zeug hier einlagern vom Feld... Das ist natürlich auch nicht schlecht. Neues Kind wurde geboren. Sehr gut. Was natürlich der Typ jetzt hier macht, ist hoffentlich das, was ich denke, dass er halt hier rumläuft und so nach und nach das Zeug einsammelt und hierher bringt. Ich meine, in der Beschreibung vom Marktplatz steht halt einfach zu wenig drin. Wo ist denn der? Das ist... Man hier steht, bietet den Siedlern einen zentralen Ort zum Einkauf von Nahrung, Werkzeug, Brennmaterial und anderen Gütern. Hier steht leider nicht dran, bietet die Möglichkeit, alles hierher zu transportieren zu lassen. Oder wer es macht, weiß ich auch nicht. Wenn wir Glück haben, sind es die Hilfsarbeiter, aber ich denke eher, das sind die Angestellten, die man hier in den Marktplatz stecken kann. Wir haben schon wieder Winter. Oh Mann. Wieso liegt hier Schnee im Herbst? Es ist Spätherbst. Gut, der Marktplatz ist fertig, das heißt, unsere Sachen gehen langsam hoch. Dann fangen wir an, mal hier unten
ein Forsthaus hinzusetzen. So. Dann können wir natürlich logischerweise hier auch gleich so ein spezielles Teil dran setzen. Und zwar für Woodstock. Ich glaube, so ein 5x5 wird da reichen. Und damit der natürlich auch einen Platz zum Schlafen hat, sollen wir gleich ein Steinhaus hinsetzen. Den Stein haben wir eigentlich nicht. Deswegen kriegt der erstmal eine normale Hütte. Die können wir ja irgendwann upgraden. So. Okay, Christian ist erwachsen geworden und als Hilfsarbeiter beschäftigt. Ein Kind namens Mille wurde geboren. Santini ist erwachsen geworden und als Hilfsarbeiter beschäftigt. Sehr schön. Das heißt, die Bildung geht auf 5% hoch. Es sind immer noch 5 Schüler da. Das heißt, wir haben 2 Hilfsarbeiter. Die Kräuterhexe, die haben wir schon eingestellt. Wir brauchen definitiv wieder unseren Schneider. So. Genau, mal gucken. Wolle technisch haben wir hier gar nichts. Schön. Oh, und wir brauchen hier, jetzt bin ich mal gespannt. Wie funktioniert das jetzt hier? Ich sage jetzt hier Schafe. So. Dann. Ah, sämtliche Nutztiere von dieser Weide entfernen benötigt eine andere genügend große Weide und das, die das Vieh geschickt werden kann. Sehr schön. Wir drücken hier drauf. Die gehen rüber. Cool. Super Knopf. Dann können wir dieses nämlich abreißen. So. Der geht automatisch rüber in die nächste Weide. Hier passen 12 Schafe rein, also definitiv super Platz. Wer ist das? Das ist der Viehhändler. Der hat jetzt Rind. Oh, Rind. Rind. Gut, Rind gibt halt Fleisch. Aber vielleicht auch Leder. Wahrscheinlich sogar. Kriegen wir hin, das ist kein... Na, hallo? So. Wir brauchen aber 2, das ist das Problem. Oh ne, das ist gar kein Problem. Die sollen sich ja vermehren. So, 2 Rind, jawohl. Kostet 500 Brennholz. Zack, machen wir. Dann nehmen wir hier definitiv noch eine Viehweide. Wie groß haben wir die gebaut? Weil so groß möchte ich sie bauen. 14x14, alles klar. Machen wir hier 14x14. Dann kommt hier ein Sträßchen hin. Natürlich ist es ein bisschen doof mit dem Platz hier, aber ja, ist halt so. So, wir könnten es mich auch überlegen, noch hier Hütten hinzusetzen, ganz ehrlich. Oder hier eine Hütte. Wir haben ja hier gar keinen Platz für Leute, weißt du? Also, ich will es nur nicht zu viel bauen. 61 haben wir, aber das ganze Holz wird jetzt wieder in die Brennholzproduktion gehen. So. Nicht doof? Wieso ein Fragezeichen? Wir haben doch 3 Leute eingestellt. Oh, muss ich jetzt hier wieder runtergehen? Wieder hochgehen? Oh, also das finde ich noch ein bisschen nervig. So, das waren alle Hilfsarbeiter, die wir hatten. Schön. Neues Kind ist geboren. Sehr gut. Und wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, wunderbar, ist es Zeit, wieder für einen kleinen Cut zu machen. Und natürlich jetzt, ihr dürft nicht vergessen, ich muss jetzt noch weitere Folgen aufnehmen, denn der Doskias geht auf die Gamescom und hat dann keine Zeit aufzunehmen. Deswegen möchte ich natürlich schauen, dass ihr da genug Folgen noch habt, für diejenigen, die nicht auf der Gamescom sind. Das hier ist, wenn ich mich jetzt recht entsinne, die heutige Folge, also heute ist Sonntag und das ist die Sonntagsfolge, deswegen muss ich mich mal beeilen. Jetzt ist 11 Uhr, Rendern hochladen, ja, das sollte klappen. Und wie es ja weitergeht, wie immer, das seht ihr dann in der nächsten Folge, die dann am Dienstag rauskommen wird für euch. Bis dahin, macht's gut, haut rein und, die Holzvorräte sind fast aufgebraucht. Ja, aber noch ein neues Kit bekommen, sehr schön. Die Brennvorräte sind auch fast aufgebraucht, ja, ist in Ordnung. Wir sehen uns, tschüss.